So, liebe Leute, da sind wir bei Space Engineers Folge 24 auf der Suche nach Eisen nicht, sondern wir holen Eisen. Da unten gibt es das dann. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen mal bremsen. Okay, super. Haben wir noch irgendwas hier im Bauch von unserem Teil? Nö, eigentlich nicht. Wir haben auch keinen Uran mitgenommen oder so. Wir haben gar nichts, ne? Gar nichts. Gut. Dann gucken wir mal. Hier gibt es ja irgendwo Eisen. Da haben wir ja auch schon mal gebohrt. So, gucken wir mal, dass wir das Ganze gerade hinsetzen. So. So, einmal raus aus dem Ganzen. Machen wir mal Licht an. Wir hätten vielleicht auch noch mal ein bisschen Licht nach unten nehmen sollen. Gut, wir probieren es einfach. Und versuchen das Ganze möglichst gerade zu halten. Achso, und wir gucken uns mal von außen an, ob das jetzt mit den Steinen hier besser funktioniert. Besser aus. Gut, und aus der Innenansicht sieht man ein bisschen besser, wie gerade oder ungerade das Loch wird und wie der Flieger steht. Und wir können mit dem Kreuz vorne das ein bisschen bestimmen. Und wenn ich das richtig sehe, oh lala, steigt unsere unser Gewicht nicht so schnell. Wir sind jetzt ein bisschen drüber. Ich glaube, wir waren vorher bei 55. Jetzt bei 61. Da auf der rechten Seite sieht man das ganz gut. Ein bisschen gucken hier, dass wir gerade bleiben. Ich glaube, zumindest so halbwegs gerade. Die Ansicht wäre toll. Okay, wir haben Steine. Iron steht da noch. Uiuiui. Oh la 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 la. Okay, das ist jetzt krass. Wir müssen hier echt so ein bisschen, schon wieder mega schräg geworden. Mal gucken, dass wir das ein bisschen ausgleichen. Gefühl, dass ich immer in die gleiche Richtung lenke und wir irgendwie so einen Bogen machen. Ich steig mal kurz aus. Okay. Na, ich weiß ja nicht. Na, irgendwie. Die Iron sind jetzt noch. Oh, da gibt es auch Gold. Das ist ja auch interessant. So. So, wir machen mal den Bohrer aus. Weil sonst sammeln wir quasi den Stein, den wir auswerfen, wieder ein. Und das macht ja keinen Sinn. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Eisen schon an Bord. Aber ich würde sagen, wir gehen im Endeffekt noch ein bisschen tiefer. Oh, Bohrer wieder an. Halt schwer zu sehen, wie gerade oder nicht gerade man bleibt. Okay, jetzt haben wir gerade ein Problem. Jetzt ist anscheinend das Gewicht zu schwer geworden. Ne, wir kommen noch hoch. Okay, also gehen wir mal ein bisschen hoch hier.
Okay. Okay, das scheint zu funktionieren. Gut. Also das Bohren ist mit dem Teil ziemlich schwer. Viel schwieriger, als es irgendwie ausschaut. Müsste ja eigentlich denken, man muss da nur gerade runterfahren, aber das funktioniert nicht. So, gut, jetzt sind wir aber zumindest wieder draußen. Ein bisschen an Höhe gewonnen, haben hier... Naja, wir haben schon relativ viel Eisen mitgenommen. Das heißt, wir können jetzt so langsam mal gucken, dass wir uns auf dem Weg zurück machen. Weil wir haben noch relativ viel Platz. Ich würde ganz gerne da vorne mal vorbeischauen bei dem anderen Eisen. Das sollten wir eigentlich schaffen. So, in der Zwischenzeit wird ja unser Gefährt auch immer leichter. Wir müssen halt nur ein bisschen langsam abbremsen. Sonst knallen die ganzen Steine immer gegen uns. Okay. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 60. Also es sind noch nicht genügend Auswürfe, um letztendlich alle Sachen auszuwerfen, die wir einsammeln. Aber es funktioniert zumindest. So, jetzt können wir einen Auswurf fast schon wieder ausschalten. Jetzt fliegen gerade die Steine an uns vorbei. Okay. Weil die quasi mit Speed rausgeworfen wurden. Und da wir abbremsen, fliegen die quasi an uns vorbei. Haben wir noch... Ich würde gerne mal gucken, ob das geht. Ob wir genug für einen Scheinwerfer haben. Scheinwerfer. Einen kleinen. Ob wir den noch hier irgendwo jetzt ranbasteln können. Zum Beispiel hier unten irgendwo drinne. Ja. Da ist kein Platz. Will die da langlaufen? Dann müsste aber auf der Seite eigentlich... Nee, hier ist kein Platz, weil die da direkt dran sitzen. Okay, wir könnten also theoretisch hier einen hinsetzen. Wenn wir da einen hinsetzen, bringt das wahrscheinlich gar nichts, ne? Oder strahlt da durch? Naja, dann machen wir das so. Immerhin. Funktioniert. So. Da haben wir nämlich ein bisschen Licht hier. Geht das? Ne, irgendwie... Mal doch nochmal auf dem Strukturieren hier. Ah. Das geht doch nicht. Das sieht nur so aus, dass er da durchstrahlt. Müssen wir hier doch welche ransetzen. So. Super. Dann haben wir Licht. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch das letzte Eisen mitnehmen. Was hier so drin ist. Baut sich hier nämlich deutlich einfacher jetzt ab. Und man sieht auch sehr schön, wie es quasi funktioniert. So, da drüben gibt es noch... Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht gegenfliegen. Scheint sogar ein bisschen Eisen auch drunter. Das ist zum Beispiel... Oh, das ist gut. Können wir hier nochmal draufsetzen? Dann sollten wir... Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann machen wir das hier nochmal. Einmal alles abtragen. Ja.
Das muss erstmal reichen. Sonst geht uns hier noch die Power aus. Und machen wir mal gerade. Oh, da ist unsere Station, okay. Na dann, einmal zurück zur Basis bitte. Ja, also ich bin grundsätzlich jetzt ganz zufrieden. Ich werde aber an dem Bohrer wahrscheinlich noch ein bisschen rumdoktern müssen. Denn so wie es jetzt ist, gefällt mir das noch nicht so zu 100%. Mit den Auswürfen, die hätte ich da gern eher so an der Seite dran. Also nicht zur Seite, sondern neben den Düsen, die ihr da seht. Und vielleicht rutsche ich dann einfach auch den Verbinder etwas nach oben. Dann kann ich nämlich zur Seite die Sachen aus dem Verbinder rauspusten. Also quasi aus dem Verbinder rausnehmen, dort dann den Sortierer ransetzen und dort dann die Auswürfe dran bauen. Müssen wir mal gucken. Aber theoretisch kommt man da ja auch von da irgendwie ran. Schauen wir mal. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Dann müssen wir vielleicht am Ende mit zwei Sortierern arbeiten. Aber das wäre ja nicht so schlimm. Mal gucken, bremst der hier noch? Oh, so ein bisschen knapp. Müssen wir mal gucken. So. Okay. So kriegt man den immer irgendwie gebremst, ne? Jetzt schauen wir mal, dass wir hier wieder andocken. Mit dem ganzen Kram, den wir mitgebracht haben. Achso, wir haben unten noch die Bohrer an die ganze Zeit. Kein Wunder, dass das so laut ist. Hört mich ja wahrscheinlich gar nicht, wenn die Bohrer an sind. So, zack. Und dann docken wir den hier an. Wunderbar. Fertig. Und einmal entladen, bitte. Dann sollten wir jetzt wieder genügend Eisen haben. Wir müssen hier dann ein bisschen umbasteln. Okay. Das machen wir gleich. Dazu schnappe ich mir mal hier das Zeug. Alles, was nicht Stahlplatten sind, demontieren wir. So, wie sieht es mit unserem Generator aus? Der hat jetzt hier schon ein bisschen mehr. Die Teile haben wir auch geladen. Ja, okay. Das sieht alles ganz gut aus. Dann müssen wir hier nämlich... Der kommt auf der Ebene... Der Ebene an. Dann müssen wir hier nämlich ein bisschen umbauen. Weil wenn wir da eine Raffinerie noch hinsetzen, eine zweite... Dann müssen wir auch wieder runterkommen von dem ganzen Kram hier. Achso, vielleicht sollten wir es erst so bauen. Genau, und hier hinten geht es dann da lang. Okay. Da runter, dahin. Okay. Sollten wir vielleicht aber da in die Ecke auch noch einsetzen. Sonst kommen wir da ja nie wieder ran. Gut. So. Natürlich auch einfach mal Treppen bauen, ne? Die sehen deutlich schicker aus. Aber die Teile tun es halt hier auch, ne? So. Super. Dann kommt man nämlich hier rüber, da nach oben. Das kommt dann weg hier. Hier gibt es dafür den. Super. Und dann würde hier quasi die zweite Raffinerie randocken. Okay. Das sollte passen. Müssen wir hier einmal unser Eisen umswitchen. Und hier quasi eine Raffinerie anwerfen. Wo ist die denn? Montieren natürlich. Raffinerie. Und dazu gibt es ja dann automatisch noch Stromsparmodule.
Wobei eigentlich wäre die Frage, ob wir Effektivitätsmodul. Nehmen wir 1, 2 Effektivitätsmodule und dann noch 2 Stromsparmodule. Bauen wir das um. Gut. So, dann halten wir da dann unsere zweite Raffinerie dran. Und ansonsten hat mir noch jemand geschrieben, ich sollte doch mal gucken, dass ich ein Dach über dem Kopf kriege. Ja, das ist absolut richtig. Da müssen wir ein bisschen was basteln. Und da wäre dann die Überlegung, ob wir hier... quasi so ein kleines Häuschen dran setzen, beziehungsweise so eine kleine Station, die dann auch ein Dach hat, die auch einen Eingang hat, wo man ein bisschen geschützter drin ist. Ich würde jetzt mal so den, ja, das Fundament markieren. Ja, die würde dann bis hier gehen, genau. Das ist schon ganz schön groß. Ich weiß gar nicht, ob wir das so groß brauchen. Aber es bietet sich halt an. Also, in der Größe bietet es sich an. Machen wir den ganzen Kram hier einmal zu. Dass man da jetzt zumindest nicht reinfällt. Super. Passt. Ich muss mal runterpeilen. Okay. Hier soll es quasi abschließen. Bin ich da richtig? War sogar noch eins zu wenig. Zu viel gewesen. Dann nehmen wir den hier einfach wieder raus. Genau, hier kommt dann quasi am Ende die Tür rein. Da. Und hier die Wand. So, mal gucken, da wäre die Wand sinnvoller. Und hier quasi. Hier hat man dann noch eine Tür. Wir machen es am Ende natürlich noch schön. Aber grundsätzlich wäre das dann quasi der Plan. So. Mhm. Das sieht doch nach was aus. So. Hier an der Seite machen wir aber gleich. Ne, da müssen jetzt keine Ecken ran. Wir können ja auch ein bisschen schön bauen. Die Teile. So. Ups. Das war nicht geplant. So. Hier vorne. Also wie gesagt, nur dass wir ganz grob mal einen Plan haben, kommt wieder eine Tür. Und hier dann der Eingang. So. Hier auch eine Tür. Genau. Okay, alles klar. So, dafür brauchen wir dann ziemlich viel Eisen, gehe ich mal von aus. Nach oben wird es dann mit dem Vorsprung da verschlossen. Ja, hier hinten. Müssen wir das auch noch so machen, wie wir es drüben haben. Da müssen wir mal gucken. Irgendwo kommen natürlich auch noch Fenster hin, dass man rausgucken kann. Und Licht muss rein und so, aber ja. Das sieht doch nach einem Plan aus. Da kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen. Genau, da oben. Hier kann man dann hochgehen. Und kommt aufs Dach. Kommt von da überall hin. Ja, sehr gut. Auch zu dem kleinen Flieger, der jetzt... Mir wurde gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass ich den umgebaut habe wohl. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen hässlich geworden, aber naja.
So, einmal bremsen. Gut. Hier, wie sieht's denn eigentlich mit unseren Behältern aus? Die sind, naja, vollgefüllt sind sie jetzt nicht gerade. Aber da müssen wir dann auch. Hier muss irgendwo muss ja noch eine Startplattform hin für unser Raumschiff. Das müssen wir uns dann auch noch angucken. Gut, hier füllt sich auf jeden Fall alles, das ist gut. Da haben wir jetzt da auch oben den Reaktor drauf. Und schnappen wir uns jetzt hier auf jeden Fall mal diese Sachen und geben mal eine Raffinerie in Auftrag. Die muss hier hin. Ich sehe es nicht. So. Kann ja rauszoomen. Nee, das ist hinten. Jetzt wäre vorne. Okay, und so rum ist sie richtig. So, sieht gut aus. Ja. Passt. So, dann haben wir das. Dann gehe ich gleich einmal auf die andere Seite. Schnapp mir hier. Dann nehmen wir das oberste. Das Strommodul, das kommt am Ende ja weg. Dann brauchen wir mal Strom. Und Effektivitätsmodul. Nach unten kommt hier ein Strommodul. Sehr gut. So. Genau, die Raffinerie ist ja an der anderen Raffinerie angeschlossen. Da gibt es also keinerlei Probleme. Hier drüben gibt es auch keine Gänge, die rübergehen. Hier, was ist das eigentlich? Das ist ein Conveyor? Nee, das ist ein Cargo-Container. Wieso sitzt hier eigentlich ein Cargo-Container drauf? Achso, damit wir auch ein paar Sachen vorher noch speichern können. Ja, das ergibt durchaus auch Sinn. Dann könnten wir theoretisch auch den noch ersetzen. Hat der einen Namen? Erze, genau. Da werden Erze drin gelagert, das ist okay. So soll es sein. Gucken wir mal. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen von der anderen Produktion. Sehr gut. Das heißt, die Raffinerie sollten wir jetzt fertig bauen können. Super. Funktioniert. Gucken mal unseren Plan. Raffinerie. Raffinerie 1 und 2. Dann gehen wir aufs Inventar. Dann haben wir jetzt hier beide Raffinerien. Super. In die zweite packen wir einfach mal das Uranium rein. Klappt auch. Was wir noch nicht haben, ist ein Container für diese fertigen Sachen. Hm. Die müssen wir auch noch bauen. Das heißt, wir geben hier in der Produktion gleich mal einen kleinen Frachtcontainer noch in Auftrag. Und ansonsten planen wir hier hinten diese Sachen fertig. Wir haben jetzt hier, das ist das Effektivitätsmodul. Das kommt daran, genauso wie daran. Die restlichen beiden sind Stromsparmodule. Und die kommen hier hin. Okay. Okay, da haben wir noch nicht genügend Ressourcen für. Hier unten muss dann, kommt dann ein Frachtcontainer hin. Damit wird auch gleich die Lücke in der Wand geschlossen. Das nervt mich nämlich immer, wenn da so Lücken in der Wand sind. Auch wenn die nicht wirklich Lücken sind. Man kann da halt durchgucken. Ja? Und man kann dieses Teil in der Wand hier nicht wirklich schließen, außer man setzt da so einen Conveyor-Block hin. Oder halt eben einen Frachtcontainer. Ein Frachtcontainer erfüllt gleich noch einen Zweck. Und deswegen nehmen wir den. Eisenbahn, Nickel, Kobalt, Silizium. So, fertig. Der noch nicht. Hier sind wir. So, genau. Wir gucken uns jetzt mal unsere Raffinerie, die erste, an. Die hat ja jetzt hier einen Effektivitätsbonus. Okay, Power-Bonus ist nicht so doll. Hm. Das heißt, die bringt mehr Rohstoffe daraus. Das ist irgendwie Quatsch.
Und da wir ja tendenziell ohne das auskommen wollen, also ohne Uran auskommen wollen, kommen jetzt hier wieder Stromsparmodule ran und gut ist. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch aber mehr Stahlrohre. 1, 2. Eieiei. Effektivität ist halt echt nicht so wichtig. Das heißt, soweit ich das weiß, das Produktivitätsmodul sorgt dafür, dass... Moment, das erkläre ich gleich. Ich will nur kurz nachgucken jetzt bei der Raffinerie, weil das müsste jetzt nämlich 500 hier Bonus bringen. Ja, und 500 ist... Das ist halt echt, das bringt halt richtig viel. Gut, Effektivitätsbonus heißt, dass aus den Rohstoffen mehr, also aus den Erzen werden mehr von unseren Rohstoffen gewonnen. Ja? Wir haben aber ja kein Problem, wir können ja relativ viele Erze abbauen. Wir haben Unmengen davon. Und Produktivität heißt halt einfach, dass das Ganze auch schneller passiert. Das ist nicht so schlimm, weil wir auch Zeit haben, deswegen am besten Strom sparen. So. Gucken wir mal, dass wir hier die restlichen Sachen noch zusammengeschraubt bekommen. So. Einmal rumfliegen und dann kann auch die andere Raffinerie im Stromsparmodus fahren. 2, 3. Hier fehlt uns noch ein 18 kleine und ein großes Stahlrohr. Okay, gucken wir mal hier vorbei. 18 kleine und ein großes Stahlrohr. Da haben wir 8. Ein großes haben wir. Wir brauchen noch 10 kleine Stahlrohre, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Kontrollfeld. Produktion. Wo sind die? Hier. Genau, und dann hatten wir ja noch einen Container in Auftrag gegeben, der da hinten hinkommt. Das heißt, dafür müssten dann auch die Ressourcen noch da sein. So, jetzt sind die dran. Dann schnappe ich mir schon mal den Frachtcontainer. Das ist in dem Fall der kleine. Beide Raffinerien müssten jetzt im Stromsparmodus laufen. Genau, beide mit 500% und verbrauchen 112 Kilowatt. Ja. Damit ist hier die Abgabe nicht so gigantisch. Super. Dann Frachtcontainer. Also hier das Zeug mitnehmen noch. Wir sollten eigentlich genügend Sachen jetzt haben für den Frachtcontainer. Wir müssen ja dazu hier die Verbindung wegnehmen. Das heißt, wenn wir nicht genügend haben, müssen wir nochmal zurück. Aber eigentlich sollte es passen. Frachtcontainer. Nein, Frachtcontainer, so. Einmal gedreht. Passt. Wunderbar. Und den nennen wir auch Frachtcontainer Erz. Ja, machen wir mal hier kurz Erz. Okay. Mal gucken, das ist Nummer 2. Dann benennen wir die noch, falls wir die mal irgendwie suchen. Und 1. Okay. Jetzt haben wir noch ein paar Materialien übrig, weil wir uns ja wieder ein bisschen verplant haben. Ja. Die schmeißen wir hier rein. Und sagen, die kann er jetzt wieder verwerten. Super. Ja. Dann haben wir für die Folge doch schon viel erreicht. Wunderbar. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.